Heute erkläre ich dir mal, wie du Klammern ausmultiplizierst. Ganz wichtig an der Stelle, du solltest zunächst mal wissen, wie du Klammern auflöst. Also zum Beispiel, wenn du dreimal eine Klammer hast oder wenn du Minus vor der Klammer stehen hast. Dazu habe ich aber schon mal ein Tutorial gemacht und das ist hier verlinkt. So, wie funktioniert es jetzt aber bei zwei Klammern? Also wie kann ich die ausmultiplizieren? Ich sag mal vorsichtig, vom Grundprinzip musst du halt jedes Element da drin mit jedem anderen multiplizieren. Ja, das ist aber jetzt nur ganz vorsichtig formuliert, das heißt jetzt konkret, du musst das x mit dem 3x multiplizieren, du musst x mit 5 multiplizieren und dann musst du, Vorsicht, hier das Minus bitte mitnehmen, minus 4 mal 3x multiplizieren und minus 4 mal 5 multiplizieren. So, was heißt das jetzt konkret? Ja, x mal 3x, also x mal x sind ja x Quadrat, x mal 3x sind doch dann 3x Quadrat. Okay, das war jetzt schon mal das mal dem. Jetzt brauchen wir das mal dem. Und x mal 5 sind doch 5x. Jetzt haben wir schon mal das erste. Jetzt geht es hier weiter. Wie gesagt, das Minus bitte mitnehmen. Minus 4 mal 3x. Also das Vierfache von 3x wäre noch 12x. Und mit diesem Minus sind es doch dann minus 12x. Und minus 4 mal 5 sind doch minus 20. So, wenn du das hast, hast du schon mal den elementaren Vorgang verstanden. Du kannst dann an einer Stelle aber noch vereinfachen, hier in der Mitte, bei dem Fall. Ja? Okay, und 5x minus 12x sind doch minus 7x minus 20. Das war es eigentlich schon. Ich habe natürlich aber noch zwei weitere Beispiele vorbereitet. Als nächstes wollen wir nämlich mal die zwei Klammern ausmultiplizieren. A minus b mal a plus b. Kommt dir vielleicht schon bekannt vor, ist die dritte binomische Formel und sollte jetzt, auch ohne dass du Ahnung vielleicht von der dritten binomischen Formel hast, auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Ja? Aber im Wesentlichen musst du nur dieses Prinzip verstanden haben mit diesem Ausmultiplizieren. Das heißt, wir starten wieder a mal a. Okay, das weißt du, das sind a Quadrat. Du bist sowieso herzlich eingeladen, Pause zu drücken und das an der Stelle selber zu versuchen. So, a mal a haben wir schon. A mal b sind doch dann plus ab. Jetzt sind wir bei dem angekommen, minus b mal a sind minus ba, kann aber die Reihenfolge tauschen, ja, also minus ab. Und minus b mal b wäre b Quadrat, mit dem Minus sind es dann eben minus b Quadrat. Und auch hier siehst du sehr wahrscheinlich wieder, dass ich in der Mitte vereinfachen kann. Und das tun wir auch, das fällt nämlich einfach weg. Und dann haben wir a Quadrat minus b Quadrat und ich habe schon angekündigt, a minus b mal a plus b ist eben a Quadrat minus b Quadrat, nennt sich dritte binomische Formel. So, und apropos 3, es wird Zeit für das dritte Beispiel, kriegst du hier. Du bist natürlich auch hier eingeladen, das erstmal selber zu versuchen und dann dein Ergebnis mit meinem zu vergleichen. Ja, drück dann gerne Pause und Play. Aber hier habe ich jetzt noch eine Schwierigkeit eingebaut, also Nummer 1. Das ist wahrscheinlich jetzt aber gar nicht unbedingt die Schwierigkeit. Du hast jetzt zwei Variablen wieder, x und y und überall noch Vorfaktoren, also die 2 und die minus 4 und so weiter. Aber zusätzliche Schwierigkeit, wir haben noch Minus davor. Und das fällt tatsächlich auch manchmal Abiturienten schwer, wie sie das jetzt machen. Weil was du nicht machen darfst, du darfst jetzt hier nicht einfach ausmultiplizieren und dann einfach das Minus davor wieder hinschreiben. Also einfach Minus und dann das Ergebnis, sondern dieses Minus bezieht sich wirklich auf diesen kompletten Ausdruck hier. Das heißt, tatsächlich musst du das erstmal ausmultiplizieren, so wie ich es dir hier beigebracht habe, das Ergebnis aber in Klammern stehen lassen und dann am Ende das mit dem Minus verrechnen. Das, denke ich mal, ist die geläufigere Variante. Du könntest natürlich auch dieses Minus erstmal reinbringen, dann wäre es weg. Ja, wenn du Minus hier wie minus 1 quasi reinmultiplizierst, hättest du minus 2x minus y. Ich mache das nicht. Ich lasse das Minus stehen. Multipliziere das dann aus und werde es dann erst beim Ergebnis verrechnen. Okay? So, aber ausmultiplizieren 2x mal 3y. Ja, jetzt stellen wir fest, da kann ich schon mal gar nicht so viel vereinfachen. 2 mal 3 sind zwar 6, aber x mal y lasse ich als xy stehen. Okay, 2x mal minus 4x. Das kann man schön vereinfachen. 2 mal 4 sind 8, x mal x sind x Quadrat. Minus nicht vergessen, macht also minus 8x Quadrat. Okay, es geht weiter. Den Teil haben wir erfüllt, jetzt sind wir beim y. Y mal 3y sind doch 3y Quadrat. So, jetzt muss ich schauen, dass mir der Platz nicht ausgeht. Und y mal minus 4x kannst du im Wesentlichen nicht vereinfachen, sind minus 4xy.
Aber du siehst vielleicht, das kann ich noch vereinfachen. Und das würde ich dir auch empfehlen, das noch tun. Deswegen Minus schreibe ich ab. Eckige Klammer mache ich wieder auf. 6xy minus 4xy sind doch 2xy. Und den Teil schreibe ich jetzt einfach ab. Und jetzt kommt eben genau der Part, den ich meinte mit, wie kannst du Klammern auflösen? Das müssen wir nämlich jetzt tun. Da habe ich das Video ja vorher verlinkt, deswegen zieh dir das gerne rein. Aber im Wesentlichen kannst du den Spruch an der Stelle merken, ja, wenn du ein Minus vor der Klammer hast, dann löst du die Klammer einfach auf, indem du in der Klammer die Vorzeichen änderst. Ja. Das heißt, diesen ganzen Apparat auszoomen kann ich auflösen, indem ich innen drin die Vorzeichen ändere. Ja, hier steht ein unsichtbares Plus. Also startet es doch mit minus 2xy. Aus minus 8x² wird plus 8x². Und aus plus 3y² wird minus 3y². Fertig. Jo, mehr ist es an und für sich nicht. Und ich hoffe, ich konnte dir das jetzt gut beibringen. Falls ja, Daumen hoch. Von mir aus auch gerne die Glocke abonnieren, dann sehen wir uns nämlich öfters. Und das war Mathe mit Nick.